Italien. Land des guten Geschmacks. Land der Genießer. Bewusstes Genießen setzt jedoch einen bewussten Umgang mit Nahrungsmitteln voraus. Traditionell oder industriell. Nachhaltig produziert oder für den Massenmarkt. Dieses Thema spielt 2015 in Italien eine große Rolle. Feeding the Planet, Energy for Life. Das ist das Motto der Expo 2015 in Mailand. Wovon werden wir uns ernähren? Wie werden wir uns ernähren? Fragen, auf die Deutschland Antworten geben möchte. Fields of Ideas. Der deutsche Pavillon verbindet überraschende Lösungsansätze mit einem lebensfrohen Deutschlandbild. Viele Italiener kennen Deutschland ja auch gar nicht. Ja? Viele kennen es, aber es gibt auch viele, die es nicht kennen. Und die Gelegenheit, die wollen wir in Italien nutzen und zeigen, dass wir in der Lage sind, einem Thema der Expo zu dienen, dass wir Lösungen zeigen, aber auch, dass wir mit Menschen umgehen können. Und das werden wir insbesondere auch über unser Pavillonpersonal zeigen, denn wir gehören zu den Teilnehmern mit den meisten Mitarbeitern im Pavillon. Die Architektur des Pavillons. Ein Stück deutscher Feld- und Flurlandschaft. Eine sanft ansteigende Landschaftsebene mit einer frei zugänglichen Oberfläche und einer Themenausstellung im Inneren. Zentrales Gestaltungselement. Stilisierte Pflanzen wachsen als Ideenkeimlinge aus der Ausstellung an die Oberfläche und verbinden so Innen- und Außenraum. Architektur und Inhalte sind nicht nur auf diese Weise eng miteinander verzahnt. Diese Idee, Architektur als gebaute Landschaft zu entwickeln, ist so ein Wunschtraum natürlich. Eine Architektur zu schaffen, die Licht ist, Luft und Licht durchflutet, durch die man hindurch wandeln kann, die einem inspiriert und eben auf Ideen bringt, Kommunikation anstößt. Das ist natürlich der große Sinn und der Wunsch an diesem Gebäude. Besucher können den deutschen Pavillon auf zwei Wegen erleben. Ein Weg führt auf der Oberfläche des Gebäudes über den Pavillon zum wohl schönsten Picknickdeck der Expo. Erholung mit Weitblick über das Gelände. Der zweite Weg führt die Besucher durch die Themenausstellung im Pavillon-Inneren, wo sie tiefer in die Inhalte eintauchen. Überall entdecken sie etwas. Je mehr sie entdecken, desto mehr werden sie in die Themen reingezogen. Sie werden neugierig gemacht. Das ist ein klein bisschen wie so ein Verführen in die Themen selber. Und wenn sie dann noch was aktiv bewirken können, wenn sie in der Show auch noch dann Teil der ganzen Inszenierung plötzlich werden, dann ist das schon ein ganz großes Erlebnis. Der Deutsche Pavillon zeigt Ideen für die Ernährung der Zukunft. Eine Reise durch die natürlichen Quellen der Ernährung bis hin zur Lebensmittelproduktion und dem nachhaltigen Konsum in der urbanen Welt. Das finale Highlight, eine mitreißende Show, in der die Besucher Deutschland aus einer völlig neuen Perspektive erleben. Der Deutsche Pavillon auf der Expo 2015, voller Ideen für die Zukunft. Ein kleines Stück Deutschland.